An meine Haut kommt nur Wasser und Seife. Den Firmennamen der Seife müssen Sie sich jetzt denken. Das ist ein Mythos. Und ist dieser wahr? Nicht wirklich. Und es hat zwei Gründe, warum dem so ist. Das eine ist, dafür muss ich Ihnen das Wesen einer Seife erklären. Das zweite ist, was braucht meine Haut wirklich? Eine Seife, wenn sie hergestellt wird, wird zum Beispiel auf Basis von Ölen, synthetischen oder natürlichen, mittels Natronlauge und geht in einen Verseifungsprozess und daraus entsteht eine Seife. Eine Seife beim Entstehungsprozess, dies beim Verseifungsprozess, entsteht automatisch Glycerin als Einzelstoff. Denn in jedem Öl ist Glycerin ohnehin schon enthalten, allerdings gesättigt in einer perfekt vorhandenen Form für Ihre Haut. Entsteht es in einem Seifenherstellungsprozess, ist es als singularer Stoff vorhanden und entzieht der Haut Wasser. Es wird in der Kosmetik Feuchthaltemittel genannt. Klingt erstmal gut, was bedeutet es wirklich? Es hält Feuchtigkeit fest. Bedeutet, es stellt mir keine zur Verfügung. Es zieht zunächst mal, es ist wie ein Wassermagnet, zieht Feuchtigkeit an sich, bindet es auf meine Hautoberfläche, also dehydriert mich aktiv. Und wird mit nächstem Händewaschen, wird es einfach wieder von meiner Haut gewaschen. Wenn Sie mit einer Seife waschen, passiert das sofort. Das ist schon mal das Erste. Und Sie werden das nicht in eine Inki finden, denn wenn Glycerin oder wenn überhaupt ein Stoff während des Herstellungsprozesses entsteht, muss er nicht mehr gelistet. Eine Inki ist eine Inhaltsstoffangabe, die auf jedem kosmetischen Produkt zu finden ist. Glycerin werden Sie darin nur finden, wenn es noch zusätzlich in das Produkt gebracht wird. Bei Seifen werden Sie beides finden, mit und ohne Glycerin-Auslobigung. Das ist das eine. Also es ist schon mal deswegen nicht gut, weil es Ihre Haut entfeuchtet. Das zweite ist, wenn ich meine Haut nach dem Waschgang nichts mehr anbiete, was passiert denn bei meinem Waschgang? Ich wasche mir meinen Lipidfilm runter, auch meine feuchthaltenden Faktoren, alle Dinge, die meine Haut braucht, um gesund, strahlend und schön zu sein und auch über den richtigen Feuchtigkeitsgehalt Haushalt zu verfügen. Das heißt, nach einem Waschgang braucht meine Haut zunächst mal Nährstoffe, denn die Haut ist ein Organ und sie ist nur schön, leistungsfähig, stark, kann ihre Prozesse vollführen, wenn sie auch gut genährt wird. Das heißt, nach einem Waschen und vorzugsweise mit einem milden Tensid ohne Glycerinanteil, also keine Seife, würden Sie mit kaltgepressten Ölen und Nährstoffen Ihrer Haut das zufügen, was sie gerade verloren hat. Denn waschen, ja, das muss man so das eine oder andere Mal. Und hinterher zu nähren, macht Sinn und gibt Ihnen ein gutes Hautgefühl.